Hi, ich grüße euch hier mitten im Herbst. Wir haben leicht Nieselregen und es ist aktuell eine perfekte Angelzeit. Egal, ob ihr auf Karpfen raus wollt oder auf Raubfisch, die Fische sind am Start. Eigentlich wollte ich ja mit euch jetzt vielleicht an die Donau zum Karpfenangeln. Auf der anderen Seite ist jetzt natürlich auch die perfekte Zeit zum Welsangeln. Durch den Regen aktuell steigen die Flüsse. Aber ich habe mir überlegt, ein ganz spannendes Thema für euch wäre doch jetzt im Herbst das perfekte Vorfach. Das perfekte Vorfach zum Fang von riesigen Raubfischen. Egal, ob ihr auf kapitale Zander aus seid, ob ihr auf kampfstarke Welse los wollt oder ob ihr euch vielleicht sogar mit richtig großen Stören anlegen möchtet. Dieser Film ist noch nicht auf meinem Kanal erschienen, also wird es allerhöchste Zeit. In diesem Video seht ihr das perfekte Vorfach für XXL Raubfische. Viel Spaß beim Nachbauen. Film ab. Absoluter Wahnsinn. Eine echte Rarität. 1,90 Meter bis zum Schwanzende gemessen. Und jetzt gehen wir mal zur Schwanzwurzel. So messen wir die Störe in Kanada. Wo es zusammengeht, da hat er knapp 1,60. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein ganz seltener Beifang. Sowas gibt es eigentlich nur einmal im Leben, wenn überhaupt. Ah, die Titel-Family. Wolfgang, Dustin, ganz dickes Petri. Ganz dickes Petri. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, was man beim Welsangeln so alles fangen kann hier am großen Fluss. Brutal. Dinosaurier hier. Wahnsinn. Und da geht er. Das Urzeitmonster. Ja, hier seht ihr nochmal das Fangsystem, Mikro-U-Pose, 3,5 Gramm, zwei Stück auf dem Vorfach hintereinander fixiert, die Haarmontage, Mega-Hook Größe 8,0, Cat-Hooker Größe 1,0, perfekt aufeinander abgestimmtes Vorfach. So kann es dann laufen. Und wie ihr euer Vorfach richtig baut, in den richtigen Schritten zusammenstellt, mit den richtigen Abmessungen, das seht ihr in diesem Video. Petri Heil. Was ein Wahnsinnsfisch, was ein Wahnsinnsbeifang. Diese Störe, die sind ja die Ureinwohner Italiens. Ja. Die wurden vor vielen, vielen Jahren von den Berufsfischern hier ausgerottet. Aber vereinzelt kommen sie wieder auf. Und ich selbst habe in den letzten 20 Jahren hier am Fluss 4 Störe fangen dürfen. Die waren alle bis maximal 1,80 groß und ein Fisch von 1,90 Meter Länge ist wirklich eine absolute Seltenheit. Und auch dieser Fisch wurde perfekt gehakt von unserer sehr effektiven Wallermontage, die wir jetzt hier am Fluss einsetzen. Also ich möchte behaupten, dass in den letzten Wochen bestimmt 95% aller Welse hier am Mittellauf, in dem Gebiet, wo wir unterwegs sind, mit diesem System gefangen wurden. Hier kommt eine riesen Bombe rein. Ist gut. Die Mikros. Das sind die Big Fish Bringer. Haarmontage. Schön oben im Maulwinkel gefasst. Die Mikro-U-Posen sind jetzt im Frühjahr bis in den Frühsommer hinein die wichtigsten Auftriebskörper, die ihr auf eurem Vorfach montieren könnt, um effektiv Welse fangen zu können. Denn diese U-Posen, sehr, sehr wenig Auftrieb, aber auch sehr unauffällig im Wasser,
setzen den Köder jetzt genau auf die Höhe, wo der Waller frisst. Bei meinem Lieblingsvorfach montiere ich zwei Mikro-Oposen mit 3,5 Gramm Tragkraft direkt hintereinander auf meinem Vorfach. Die erste kleine Mikro-Opose kommt ca. 20 cm vor meiner Haarmontage und ca. 30 cm dahinter folgt die zweite Mikro-Opose auf dem Vorfach. Das Vorfach ist 2,5 Meter lang. Ich benutze hier eine Vorfachstärke von 1,2 mm. Geht nicht dünner, ist zu viel Risiko. Wir legen uns hier mit wirklich großen Fischen an, angeln teilweise auf felsigem, steinigem Untergrund, auf in Wasserhindernissen. Ja, da muss das Vorfach schon was abkönnen und angelt auch nicht dicker. 1,3 mm empfehle ich euch für das Bojenangeln in Spanien. 1,0 bis 1,1 mm vielleicht für das Angeln in Deutschland, aber jetzt hier am Po in den letzten Jahren 1,2 mm. Absolut empfehlenswert, absolut zuverlässiges Material. Das Blackhead Mono zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr weich ist. Also ihr werdet Mono-Vorfächer bei eurem Händler finden, die sehr spröde sind, die sich richtig kringeln, wenn ihr sie von der Rolle runterzieht. Unser Mono ist ein schönes, weiches, harmonisches Vorfach und überzeugt durch eine wirklich tolle Tragkraft von fast 70 Kilo. Das Endsystem des Vorfachs besteht aus meinem Fanghaken. Der Fanghaken ist der Mega-Hook in der Größe 8-0 und der Halterhaken direkt dahinter ist der Cat-Hooker in der Größe 1-0. Mit diesem System, mit dieser Hakenabstimmung konnte ich viele, viele große Fische fangen, auch kleine Fische und auch ganz verrückte Beifänge erzielen. Wir hatten viele große Zander, teilweise Zanderbissen im Meter. Hier ist der letzte, der kam. Wir hatten auch viele große Zander, teilweise Zander bis 1 Meter Länge. Hier ist der letzte, der kam. Also die Mikros fangen wirklich alles. Letztes Jahr den Beluga-Stör, jetzt einige Welse und jetzt diesen 90 cm Zander hier. Guckt euch mal dieses Brett an. Alter Falter. Und dann seht ihr, dass so ein perfekt aufeinander abgestimmtes System super harmoniert. Und wenn es auch so spezielle Fische, vorsichtige Fische, wie den Zander oder große Welse, sicher hakt, seid ihr hier definitiv auf der richtigen Seite. Ihr bekommt dieses System auch als fertig gebundenes Vorfach von der Stange. Aber es ist auch überhaupt nicht schwer, dieses System schnell sich einfach am Wasser zusammenzubauen. Und das möchte ich euch jetzt in wenigen Schritten zeigen, damit ihr euch auch eure perfekt aufeinander abgestimmte Haarmontage, die ihr an allen fließenden Gewässern europaweit einsetzen könnt, euch perfekt selbst zusammenbauen könnt. Ihr braucht gar nicht viel. Ihr braucht auf jeden Fall Mikro-U-Posen. Ihr braucht 1,2 mm Mono. Ihr braucht den Mega-Hook. Ihr braucht den Cat-Hooker. Ihr braucht Schläuche. Einmal den Schlauch in der Stärke 3x6 mm. Den gibt es mittlerweile in der Farbe Gelb, in der Farbe Rot, in der Farbe Grün. Alle möglichen Farbvarianten, je nachdem, wo ihr Bock drauf habt. Und einmal den Schlauch in der Stärke 2x4 mm. Das ist das Stück Schlauch hier hinten am Haarhaken, der eure Montage versteift, dass der Köderfisch daran gehindert wird, sich im Fanghaken zu verwickeln. Im ersten Montageschritt zieht ihr euch ca. 2,5 Meter von eurer Mono runter, schneidet die euch ab. Achtet drauf beim Abschnitt, dass das Ende schon ein bisschen spitz zugeschnitten wird. Jetzt bereiten wir unseren Halterhaken vor, den Cat-Hooker. Ich benutze hier sehr gerne geflochtenes Vorfachmaterial, damit der Bereich vom Halterhaken zum Fanghaken schön geschmeidig ist, schön flexibel. Das hakt dann sehr effektiv und der Fanghaken fällt sehr gut im Wallermaul. Ihr schneidet euch jetzt 20 cm runter. Ich nutze hier sehr gerne in letzter Zeit das Zeus Universal Leader. Es ist eine sehr, sehr abriebsfeste Schnur. Man kann fast sagen, eine unzerstörbare Schnur in der Stärke 0,80 mm. Könnt ihr als Vorfachmaterial verwenden, könnt ihr als Schlagschnur verwenden, aber auch perfekt geeignet für den
Bau, für den sicheren Bau eurer Haarmontage. Mache in das Ende einen Sicherungsknoten, einfach einen Knoten hier ins Ende der geflochtenen, zack. Gehe jetzt bei meinem Cathooker hinten durchs Öhr durch und mache den normalen No-Knot-Sicherungsknoten. Wickle viermal zurück und gehe mit dem abgehenden Ende wieder durch das Öhr nach vorne raus. Zack. Euer Halterhaken ist jetzt schon perfekt fixiert. So, jetzt kommt ein Stück von dem dünnen Schlauch zum Einsatz. Ich messe es jetzt hier nochmal exakt für euch ab, damit ihr nicht zu viel Verschnitt zu Hause habt. Wir legen jetzt mal hier an. 5 cm sind es. Die schneidet ihr euch von eurem Schlauch in der Stärke 2 x 4 mm runter. Genau 5 cm, das ist der perfekte Abstand. Schiebt jetzt eure geflochtene Schnur durch das Schlauchstück hindurch bis zum Haken runter. Fixiert das jetzt hier mit den Fingern, das Ende. Feuchtet ein bisschen die Wicklung an und schiebt den Schlauch so weit über das Hakenöhr, dass der Knoten komplett bedeckt ist. Mal schön nach vorne schieben, das rutscht gut drüber. So. Ganz perfekt. Jetzt messt ihr euch eine Länge von 10 cm ab dem Schnuraustritt von eurem kleinen Fanghaken hier am Hakenöhr nach unten ab. Fixiert das Ganze und macht in diesem Bereich eine Schlaufe. So sieht das Ganze jetzt aus. Ans Ende, an das abgehende Schnurende, macht ihr einen kleinen Sicherungsknoten, damit auf jeden Fall hier nichts mehr verrutschen kann. Und schneide das überstehende Ende ab. So, jetzt habt ihr perfekt schon den Halterhaken für euren Köfi vorbereitet. Diese Schlaufe wird jetzt an unserem Mega-Hook eingeschlauft. Das Tolle an diesem 8.0er Mega-Hook ist, er hat eine seitlich wegtretende Spitze und ein sehr großes, in sich komplett geschlossenes Öhr. Super Hakeigenschaften und auch genug Platz zum Binden eurer Montage. Das ist ganz wichtig, ja. Mit der Schlaufe geht er jetzt einfach von hinten durch das Öhr hindurch und schlauft euren Fanghaken ein. Geht hier hinten durch, schlauft den ein und legt die Schlaufe dann unten zurück nach links und rechts. Jetzt habt ihr schon eine ganz perfekte Verbindung und ein Großteil der Montage ist schon fertig. Ganz perfekt ist es, wenn euer Schlauchende circa mit dem Bogen des Hakens hier unten abschließt. So, jetzt nehmt ihr eure Mono. Schiebt die Mono hier oben schön unter Spannung durch das Hakenöhr, legt die im hinteren Bereich jetzt an, fixiert es schön mit den Fingern, nehmt die andere Seite, spannt sie an und wickelt sie 6-mal um die eigene Achse zurück. 2, 3, 4, 5, 6.
fixiert das Ganze wieder und geht mit dem Ende der Mono von hinten nach vorne zur Hakenspitze. Schön straff halten und nach vorne raus durchschieben. Geht problemlos durch. Hier drauf achten, dass nichts knickt. Und schon habt ihr eine perfekte Verbindung. Das überstehende Ende der Mono biege ich jetzt so leicht nach oben hier. Schneide mir hier so viel ab, dass noch circa ein Zentimeter übersteht. Und erhitze das Ganze jetzt hier mit einem Feuerzeug, dass sich das Mono schön jetzt hier zusammenschmilzt. Da gibt es dann so einen richtigen Knubbel oben drauf. Und jetzt kann der Knoten auf jeden Fall nicht mehr in sich zusammenrutschen. Um den Knoten jetzt hier im oberen Bereich perfekt abzuschließen, schneidet ihr euch ein 3 cm langes Stück eures Tubes ab runter. Können wir mal hier anlegen. Fädelt diesen auf eure Mono auf. Feuchtet jetzt den unteren Bereich des Knotens leicht an und schiebt den Tube unter stetigem Zug über die Wicklung. Der legt sich richtig schön eng über die Knotenwicklung. Wichtig ist, dass ihr im hinteren Bereich die Mono beim Schieben des Tubes schön fixiert. Und dann nach vorne drüber schieben. Und zwar genau so weit drüber schieben, dass euer Öhr hinten schon leicht wieder zum Vorschein kommt. So sieht es dann aus. So hat der Haken jetzt perfekte Dreh- und Hakeigenschaften, der Fanghaken. Und im vorderen Bereich der schöne, flexible Teil des kleinen Halterhakens, eurer Haarmontage. So, das Finish ist geschafft. Jetzt fixieren wir noch unsere Mikroposen drauf. Überhaupt kein Thema. Hier nehmen wir wieder den dünnen Schlauch in der Stärke 2x4 mm. Schneiden ein circa Zentimeter langes Stück runter. Setzen diesen auf unser Monovorfach. Gehen im rückwärtigen Wege nochmal durch dieses kleine Stückchen Schlauch hier durch. Anfeuchten, schneller Zug und ihr habt einen perfekten, sicheren Fixpunkt, circa 20 cm über eurer Montage für eure Mikro-U-Pose. Die schieben wir jetzt gleich drauf. Dahinter nochmal das gleiche Spiel. Wichtig ist, dass die Mikro-U-Pose vorne und hinten fixiert ist, damit sie sich definitiv auf dem Vorfach nicht bewegen kann. Und 20 cm dahinter wiederholen wir das Ganze für die zweite Mikro-U-Pose. Länge anpassen, ca. 20 bis 30 cm im Schlepp. Und euer Vorfach ist in den Grundzügen fertig. Ja. Den Abschluss bildet ein Wirbel. Ich nutze hier sehr gerne diese reinen Wirbelkörper. Achtet darauf, dass die Kugel gelagert sind, also sich schön oben und unten gegeneinander drehen. Das ist ganz wichtig, vor allen Dingen hier in diesen sandigen Flüssen. Denn wenn sich der Wirbel nicht gegeneinander drehen kann, kann es zu Tengel kommen, zu Drall in eurer Hauptschnur, aber auch auf das Vorfach sich auswirken. Der Wirbel wird mit einem Augenknoten am Vorfachende befestigt. Zuvor schneide ich mir wieder ein ca. 5 cm langes Stück von meinem Tube ab. Schiebe das als erstes
auf mein Monovorfach. Jetzt kommt der Wirbel drauf. Hierzu gehe ich durch den Wirbelring, lege meine Mono zurück, gehe zweimal durch die entstandene Schlaufe, schiebe jetzt den Wirbelring in die Wicklung rein, spanne das Ganze nach hinten, dass es sich langsam zusammenzieht. Jetzt entsteht das sogenannte Auge. Die Mono ist hier doppelt gelegt, kann also auch unter starkem Zug nicht mehr knicken, und schließe das Ganze ab mit einem Achterknoten. Lege zurück, einmal drehen, durch die Schlaufe hier hindurch und nach hinten zuziehen. Jetzt habt ihr eine ganz tolle, haltbare, flexible Verbindung. Und dieses Stück hier harmonisiere ich jetzt mit dem letzten Stück Tube, mache es ein bisschen feucht, schiebe den Tube über den Achterknoten drüber, der rutscht da ganz perfekt drüber. Und schneide das überstehende Ende bündig ab. Und so sieht es dann aus. So einfach und schnell könnt ihr euch eure eigene Haarmontage mit zwei Mikro-U-Posen als Auftriebskörper für die Präsentation eures Köderfischs knapp über Grund einfach zusammenbauen. Ja, und ich würde sagen, jetzt garnieren wir unseren kleinen Halterhaken mit einem saftigen Köder, bringen die Rute raus und fangen uns einen dicken Wels. Auf geht's, Abfahrt! Wir haben in der richtigen Taktik hier am Fluss sind permanent gute Fänge möglich. Es kommt nicht jeden Tag so dicke wie dieser starke 2-Plus-Fisch hier. Aber ihr habt gesehen im Video, dass auch mit dem richtigen Vorfach, ja, mit dem richtigen System kleine Fische sicher hängen, große Fische sicher hängen. Das spricht schon mal für dieses Hakensystem, für den ganzen Aufbau der Montage. Und dass auch Beifänge wie riesige Zander, der Stör, überhaupt keine Seltenheit mehr sind. Ja? Und wenn ihr so ein Vorfach perfekt aufeinander abgestimmt habt, könnt ihr immer wieder tolle Fische fangen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Baut's mal nach zu Hause, probiert's aus. Ich bin mir ganz sicher, ihr werdet auch Erfolg haben. Der darf jetzt wieder zurück und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute für euch. Dicke Fische und natürlich viel, viel Glück am Wasser. Euer Stefan. Ciao, ciao. Thank you.